Habe die Ehre und grüße euch zurück hier beim Bavarian Vinyl Nerd. Ja, endlich ist soweit Teil 2 von meiner Reparatur bzw. vom Aufhübschen. Das Dual Golden One kann jetzt starten. Die Ersatzteile sind jetzt da und jetzt können wir loslegen. Ja, und da steht jetzt dieses Bild des Jammers sozusagen. Der Golden One im zerlegten Zustand. Habe ich euch ja im letzten Video schon alles gezeigt, wie man den so weit zerlegen kann, dass man die Ersatzteile einbauen kann. Apropos Ersatzteile, die sind jetzt natürlich gekommen und die zeige ich euch jetzt mal. Gekommen ist eine komplette Platine, eine Ersatzplatine, die ist New Old Stock, also die ist quasi noch verpackt gewesen im Originalkarton von Dual und die war beim Dualfried wieder mal zu ergattern. Dann ist gekommen ein neues Netzteil, beziehungsweise das ist jetzt das alte Netzteil, das habe ich schon ausgebaut zum Test, ob das auch wirklich alles hier funktioniert. Das ist jetzt eben das kaputte Netzteil, das neue habe ich jetzt zum Test schon hier hinten eingebaut. Aber das zeige ich euch nachher natürlich nochmal, wie man auch das Netzteil von so einem Golden One CS5000 vom 750er, vom 750R1 Golden Stone und was ich auch erfahren habe vom Golden 11, den es auch gibt, der sehr selten ist, wie man die Netzteile da ausbaut. Ist eine ganz simple Geschichte, aber da kommen wir später dazu. Dann ist eben auch dieser spezielle Riemen vom Dualfried gekommen, der ein bisschen anders aufgebaut ist als die Nachbauriemen, die es gibt für den Golden One oder eben auch für den CS5000 und so weiter und so fort. Das sind ja alles baugleiche Riemen. Und der ist halt ein bisschen dicker und ein bisschen stabiler und der hält die Drehzahl von diesem Plattenspieler viel, viel besser, weil er eben das Pendant ist zum Originalriemen, der damals eben verkauft wurde. Ja, und was noch gekommen ist, ist natürlich auch was ganz was Tolles. Das Logo erkennt eigentlich fast jeder, der sich mit Plattenspieler ein bisschen auskennt oder auch mit Tonabnehmern. Das ist ein Ortofon und zwar ist gekommen. Das 2M Black. Und natürlich machen wir die Schachtel jetzt mal auf. Was ich noch dazu sagen muss, der Kunde hat sich dieses Ortofon 2M Black als Kundenrückläufer bestellt, hat es dann gleich zu mir schicken lassen. Trotzdem, dass es ein Kundenrückläufer ist, das Ding war noch original versiegelt. Hier ist sogar oben noch der Tesa drauf mit diesem Hologramm. Und ich habe es natürlich schon geöffnet, habe geschaut, ob alles in Ordnung ist, aber das war noch komplett versiegelt. Das heißt, das Ding ist niegelnagelneu, obwohl es ein Kundenrückläufer ist. Ja, und dann nehmen wir das gute Teil mal raus aus der Verpackung. Schauen wir mal, ob ich es gleich richtig rum habe. Jawohl, habe ich. Und hier ist es jetzt. Oh, ist das edel verpackt, das Teil. Ich liebe diese Verpackungen. Schön präsentiert dieses 2M Black in diesem kleinen Glaszylinder. Das gefällt mir schon saugut. Das schaut schon sehr, sehr edel aus. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das Teil wunderbar auf diesen Golden One passt, weil eben dieser goldene Schriftzug damit drauf ist. Dieses 2M Black. Und vom Klang ist es natürlich auch der Wahnsinn. Was noch mit dabei ist, immer bei Ortofon, bei den Tonabnehmern. Das ist dabei ein Schraubendreher. Dann ist dabei eine Tonarmwaage, diese typische Tonarmwaage von Ortofon und eine kleine Carbonbürste ist hier noch mit drin in diesem kleinen zweiten Glaszylinder, wo auch nochmal schön Ortofon draufsteht. Und den lassen wir jetzt hier drin erstmal. Genauso wie das 2M Black. Das bleibt jetzt nochmal in der Verpackung drin. Da machen wir nochmal zu, dass da ja nichts passiert. Bringen wir das Ganze hier oben in Sicherheit. Die Verpackung lassen wir da hinten. Ah, was in der Verpackung natürlich auch noch immer mit dabei ist, das ich mir diesmal auch rauskopieren werde. Dann brauche ich nicht immer im Internet rumsuchen, sondern habe es dann gleich auf dem Handy. Das sind die ganzen Spezifikationen von den Tonsystemen oder von den 2M-Tonsystemen von Ortofon. Hier ist eben drauf das 2M Red, 2M Blues, 2M Bronze. Immer schön in der Reihenfolge von der Einsteigernadel, dem 2M Red bis hoch zur Beethoven Edition ist hier alles mit drauf. Aber das kommt alles noch später. Jetzt müssen wir erstmal noch einen kleinen Service durchführen und der erste Service ist natürlich, wir werden uns den Trafo hier ausbauen. Da hinten sind drei Schrauben verbaut in diesem Gehäuse von diesem Netzteil. Die drei Schrauben sind eben
Hier außen ist eine, die den Deckel hier festhält, und hier drin versenkt sind zwei Schrauben, die dieses ganze Netzteil eben halten auf dieser MDF-Platte. Ja, und die nicht leichter als das. Die Schrauben natürlich raus. Zweite, natürlich auch die dritte Schraube. Und wenn wir die drei Schrauben haben, dann können wir dieses Netzteil ganz vorsichtig, behutsam, hupsala, hier abnehmen. Und das ist eben auch jetzt schon das neue Netzteil. Auch New Old Stock natürlich. Und hier haben wir eben dann unseren Kaltgeräteanschluss. Und hier drin, ja, Elektronik ist nicht viel verbaut. Da ist ein Kondensator drin, ein kleiner Widerstand. Und eben unser Trafo, der alles runtertransformiert auf die 10 Volt bzw. 20 Volt, die in diesem Plattenspieler benötigt werden. Das Anschlusskabel ist dran, alles dran, wunderbar. Zum Einbauen ist das Ganze natürlich nur in umgekehrter Reihenfolge. So, nachdem wir jetzt das Netzteil schon mal ausgetauscht haben, dann werden wir jetzt natürlich auch die Platine hier tauschen. Dazu brauchen wir eigentlich nur 4 Schrauben lösen. Und zwar ist es die hier vorne von unserer Lichtschranke, die Geschwindigkeit überwacht vom Plattenspieler. Dann haben wir hier auf der Platine selbst eine Kreuzschraube und ganz hier hinten ist auch nochmal eine Schraube mit einer Beilagscheibe, mit einer Unterlegscheibe, die das ganze Gehäuse hier festhält. Und natürlich die Mutter von unserer Erdung, die müssen wir natürlich auch runterschrauben, damit wir dieses Kabel von der Erdung, von dieser Platine auch wegbekommen. Aber im ersten Step müssen wir natürlich noch alle anderen Stecker, die hier drauf sind auf dieser Platine, erstmal abziehen. Erstmal den Stecker vom Motor, dann den Stecker, der nach hinten führt, zu unserem Tonarmlager. Den müssen wir natürlich auch entriegeln und nach oben rausziehen. So. Und genauso das Kabel, das nach hinten geht, zu unserem Liftmagneten hier oben entriegeln und dann rausziehen. Das einzige Kabel, das dran bleibt, das ist unsere Lichtschranke, weil die ist fest verlötet hier und auf dieser Platine. Aber die ist auch schnell abgebaut. Einfach nur diese eine kleine Schraube rausdrehen und schon kann man diese Lichtschranke hier von ihrer Halterung lösen. Und dann natürlich unsere Mutter von der Erdung hier lösen. Mache ich immer mit der Spitzzange, da kommt man am allerbesten hin. So, auch wieder in meine gute Magnetschale, dass die nicht verloren geht, diese kleine Mini-Mutter. So, und das Kabel ist dann auch lose. Und jetzt brauchen wir nur noch die zwei Schrauben von den Platinen oder von der Platine lösen. Einmal die hier und einmal die hier hinten, die mit der Unterlegscheibe. So, als nächstes muss man dieses Gehäuse von den Kondensatoren nach hinten oben wegziehen. Und genauso das gleiche, nur umgekehrt, mit der Platine nach vorne oben wegziehen. Und schon hat man die alte Platine in der Hand und werden die jetzt mal zur Seite legen, weil die brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Ja, und dann machen wir das gleiche natürlich mit dieser Platine. Die wird hier eingeführt in diese Halterungen und hinten dann hier vorne ein bisschen mit dem Schraubenzieher festhalten, nicht mit den Fingern drauf. Wenn man statisch aufgeladen ist, wenn der Körper statisch aufgeladen ist und man kommt an diese ICs oder Bauteile hin, entlädt sich natürlich die statische Aufladung über diese ICs und dann kann es natürlich schon passieren, dass so ein IC mal schnell kaputt geht und dann hat man wieder das Geschiss auf gut Bayerisch, dass man wieder eine neue Hauptplatine bestellen muss, jetzt in dem Fall. Ja, und wenn man die Teile jetzt hier wieder eingebaut haben, also dieses hintere Teil auch wieder schön hier in diese Halterungen eingeführt hat, dann kann man das schon wieder festschrauben. Diese Schraube noch rein, die Platine festhält und natürlich auch die neue Lichtschranke hier wieder einpassen in diese Halterung. Festgeschraubt und die Erdungsschraube lassen wir jetzt momentan noch weg, weil jetzt können wir uns natürlich auch gleich mal das Lager vornehmen von diesem Golden One, das Tellerlager. Das gehört natürlich jetzt auch sauber gemacht und geschmiert. Habe ich euch ja auch noch nicht gezeigt, aber ihr habt es ja schon festgestellt, das sind zwei sehr detaillierte Videos zu diesen Geräten,
weil die doch noch ziemlich weit verbreitet sind, auch bei eBay oder eBay Kleinanzeigen. Und auch viele gebrauchte Geräte verkauft werden. Und da sieht man, wie intensiv eigentlich so eine Restauration oder Reparatur von so einem Plattenspieler ist. Deswegen nehme ich euch in diesem Zweiteiler eben auch mit. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir bauen jetzt dieses Tellerlager eben aus. Auch ziemlich simpel. Wir haben hier oben drei Schrauben verbaut, drei Kreuzschrauben. Die sind ein bisschen größer, deswegen habe ich auch den größeren Kreuzschlitzdreher. Und die drei Schrauben lösen wir jetzt erstmal. Und dreimal. Und jetzt können wir ganz vorsichtig dieses Tellerlager nach oben rausziehen und aufpassen, dass wir uns hier diesen kleinen Draht, diesen Erdungsdraht nicht verletzen bzw. nicht verbiegen. Beziehungsweise man kann den auch nach oben einfach rausziehen. Hier ist oben ein kleines Loch drin. Ich weiß mal, ob die Kamera das einfängt. In diesem Loch ist eben dieser Draht reingesteckt und hat eben dann Kontakt mit diesem Mitteldorn vom Plattenspieler, der wiederum Kontakt hat zum Plattenteller. Und natürlich ist es eine logische Sache, hier wird die statische Aufladung der Schallplatte natürlich komplett abgeführt gegen Erde. Das heißt, wir nehmen uns den Draht, dann wir den raus, legen wir es in die Magnetschale. So, und hier unten haben wir dann einen kleinen Splint, der uns die Achse festhält, dass die nicht nach oben weg kann, nicht nach oben abhaut. Und wenn ich jetzt da so ranfasse an diesen Dorn, dann merke ich schon, das ganze Öl, das hier drauf ist, das alte, das klebt schon richtig, klebt da an meine Finger. Und hier unten ist noch eine kleine Kunststoffscheibe drin, die wir auch rausnehmen. Die kann man ganz leicht raushebeln. Und hier sieht man auch hoffentlich auf der Kamera, da ist das alte Öl auch drauf und das ist total klebrig. Zieht sogar Fäden, also das gehört auch komplett gereinigt jetzt. Ja, und zu dem Zweck müssen wir natürlich auch zum richtigen Reinigen, dass wir auch das Öl in das Tellerlager reinbekommen, müssen wir natürlich diesen Splint hier lösen. Und der ist relativ einfach zu lösen. Man geht hier rein mit einem kleinen Schlitzschraubendreher und hebelt es zur Seite hier raus. Und da muss man aufpassen, dass einem das Ding nicht davonfliegt. Am besten, ihr magnetisiert euch eure Schraubenzieher mit so einer Magnetschale, die ich hier habe. Oder ihr nehmt einen normalen Magneten, einen Küchenmagneten und so einen Kühlschrankmagneten und magnetisiert euch die Spitzen von den Schraubenziehern, weil dann kann euch das Zeug nämlich nicht davonfliegen. Es klebt nämlich dann immer schön am Schraubenzieher fest. So, nachdem wir den Splint jetzt auch gelöst haben, können wir diesen Dorn jetzt komplett aus dem Lager rausziehen. Somit auch dieses Lager und diesen Dorn komplett vom alten Öl befreien. Und da kommen jetzt wieder meine Allround-Helferlein hier im Bastelkeller wieder schön zum Einsatz, nämlich meine Sensitive Tissues, meine alkoholisch getränkten Hygiene-Desinfektionstücher in der schönen Spenderbox. Und mit denen kann man jetzt alle Teile hier schön vom alten Öl befreien. Und zwar nehmen wir jetzt gleich mal dieses Plättchen hier unten. Dann wischen wir da einmal drüber. Und schon ist das alte Öl in dem Lappen drin. Genauso können wir hier die Base von diesem Tellerlager auch gleich sauber machen. Ja, wie kommt man jetzt da innen rein? Da gibt es natürlich auch die alten bekannten Helferlein, nämlich ganz normale Q-Tips, ganz normale Wattestäbchen. Und um so ein Wattestäbchen, um die Spitze, wickeln wir jetzt dieses alkoholgetränkte Tuch. Und dann schieben wir das Wattestäbchen einfach mal hier durch und dann drehen wir das Ganze ein paar Mal hin und her. Es schaut jetzt ein bisschen pervers aus, das Ganze, aber es muss sein. Und dann haben wir auch alles hier gelöst aus diesem Lager und man sieht, hier ist einiges an Abrieb von dem Mitteldorn hier ist in dem Lager drin. Das heißt, es ist nicht nur altes Öl, sondern auch zu wenig Öl in diesem Lager schon drin gewesen, weil wie gesagt, dieser Dorn jetzt schon geschliffen hat, eben an dem Lager. Deswegen haben wir hier diese schwarzen Ablagerungen. Ja, und dann machen wir den Mitteldorn natürlich auch gleich mal sauber. Das geht ja auch wunderbarst mit diesen Tüchern.
sauber drüber und jetzt versuche ich, dass sie da auf einer Stelle bleibt bei dem Tuch, weil dann sieht sie, was da an Dreck runtergeht. So, und jetzt kommt wieder mal mein gutes, altes oder auch neues in dem Fall, wir haben eine neue Flasche bestellt, das Feinmechanikeröl wieder zum Einsatz, wo natürlich jetzt auch wieder die ganzen Geschäftelhuber hier auf YouTube, die Anonymen, wieder mal in die Kommentare sich austoben können. Man soll doch das Originalöl verwenden von Dual, ein Pflegeöl bzw. ein Lageröl verwenden. Ja, die Originalöle gibt es natürlich nicht mehr auf dem Markt. Die Lageröle, die es so noch zu kaufen gibt, sind in der Zusammensetzung genau die gleichen wie solche Feinmechanikeröle. Diese Flasche kostet jetzt gerade mal 1,29 Euro im Baumarkt. Und natürlich kann man auch die Lageröle verwenden. Wenn ihr natürlich 5 Euro für so 200 Milliliter ausgeben oder 100 Milliliter ausgeben wollt, könnt ihr gerne machen. Ich nehme das Feinmechanikeröl, ich habe da beste Erfahrungen damit. Ich werde hier vorne einen einzigen Tropfen hier reingeben, weil das ist nämlich so passgenau gefertigt, dieses Lager und dieser Dorn, dass die wunderbar hier zusammenpassen und ganz geschmeidig geht das jetzt da rein. So, und das war es eigentlich schon. Dieser eine Tropfen hat vollkommen genügt. Natürlich hier am Anfang rein in das Lager und dann schiebt man das ganze Öl eben nach unten durch und verteilt es natürlich im Lager selbst komplett. Dann hier unten ein bisschen abwischen das Ganze und dann kommt wieder unser Splint hier drauf, den wir hier seitlich aufsetzen auf diese Nut, die da eingefräst ist in das Lager selbst. Oder in diesen Dorn. Dann kommt unsere Spitzzange wieder zum Einsatz und mit der Spitzzange drücken wir vorsichtig diesen Splint wieder hier drüber und schon hält unser Mitteldorn wieder im Lager. Und damit wir auch wirklich einen guten Lauf haben von diesem Lager, ist hier unten auch diese Auflage zu beachten, die hier auf diesem Plastikteil aufliegt. Die bekommt natürlich, beziehungsweise das Plastikteil bekommt natürlich auch einen Tropfen von dem Öl. Ja, und dann können wir schon wieder unser Tellerlager hier draufsetzen. Dann nochmal kurz drehen, dann nehmen wir es nochmal kurz ab. Hat Kontakt zu dieser unteren Platte, passt, alles wunderbar. Dann nicht vergessen unser Erdungsdrähtchen. Das muss natürlich hier auch wieder rein in der Seite und natürlich hier auch wieder über diese Achse drüber, wo die Erdung ist für unseren Plattenspieler. Unser Tellerlager ist jetzt geschmiert und jetzt können wir natürlich wieder wie geschmiert unsere drei Schrauben hier reindrehen und gehen dann weiter zum Motorlager. Das gehört nämlich auch sauber gemacht und natürlich auch neu geölt, damit dieser Motor auch wieder läuft wie ein geölter Blitz. Das sind wieder Wortwitze in diesem Video, das ist Wahnsinn. Ich drehe noch durch. Ja, und damit wir diesen Motor bzw. das Motorlager hier sauber machen können, da müssen wir jetzt ganz vorsichtig handeln, weil wir haben natürlich hier unseren Läufer vom Motor, an dem der Riemen angelegt wird, und wir haben natürlich unseren Stator, beziehungsweise der Motor selbst ist ja der Stator, der diese Spindel natürlich jetzt antreibt über vier Spulen. Und damit wir diese Spulen und diese kleinen feinen Drähte, die hier laufen, nicht verletzen, muss man hier ganz vorsichtig arbeiten. Wir müssen hier zwei Klammern lösen, diese links und diese rechts. Und das ist gar nicht so einfach, weil die zwei muss man nämlich gleichzeitig auseinanderdrücken. Und man braucht da schon fast 25 Finger, dass das funktioniert, aber es funktioniert. Und hier haben wir eben der normale Aufbau von so einem Elektromotor. Hier ist ein großer Magnet, wie man sieht. Das ist ein Magnet. Und hier sind vier Spulen verbaut, die natürlich abwechselnd mit Strom versorgt werden. Und durch dieses elektrische Feld, das dann entsteht, wird dieser Magnet oder dieser Läufer hier in Gang gesetzt und der Motor dreht sich im besten Fall natürlich auch mit der richtigen Geschwindigkeit. Und das funktioniert natürlich nur, wenn das auch richtig geölt ist, das Lager, damit das Ding auch wirklich läuft. Ja, und Lager, in dem Fall haben wir hier eine Achse. Die machen wir natürlich auch wieder mit unseren Tüchern schön
ölfrei. Und dann schauen wir mal, da ist auch altes Öl drauf, wie man sieht, dieses gelbliche, der kleine Punkt hier. Und die Achse ist jetzt auch wieder schön sauber. Und hier drin das Lager selbst zum Reinigen, das ist ein bisschen tricky. Ich habe hier eine Nadel, eine Ledernadel, eine ganz dicke Nadel. Mit der kommt man hier in das Lager wunderbar rein, wenn man dann eben auch noch dieses Tuch hier vorne rumwickeln möchte, dann hat es genau den richtigen Durchmesser. Und dann gehen wir mit dem Tuch hier rein und mit der Nadel und drehen das Ganze mal hin und her und ziehen es wieder raus. Und dann haben wir hier auch wieder das alte Öl auf diesem Tuch drauf, den alten Dreck von diesem Lager. Und jetzt haben wir auch wieder unser Feinmechanikeröl und da müssen wir jetzt wirklich ganz vorsichtig arbeiten, dass wir auf die Elektronik hier kein Öl drauf bekommen. Und einen kleinen Spritzer, ganz einen kleinen Spritzer Öl hier in das Lager und zur Sicherheit nochmal auf die Achse ein bisschen was drauf. Und dann lassen wir diesen Magneten einfach mal nach unten flutschen, beziehungsweise den Läufer. Und dann drückt es natürlich auch hier das Öl ein bisschen raus. Und das machen wir ganz vorsichtig weg, dass wir ja nicht an die Drähte kommen von den Spulen. Und sobald das Öl hier weg ist außen, können wir auch schon diesen Läufer wieder vorsichtig nach unten drücken. Wenn wir die Klammern wieder zur Seite nehmen, macht es plopp. Und dann ist der Motor, das Motorlager frisch geölt und bereit für den nächsten Einsatz mit diesem Plattenspieler. Was wir jetzt natürlich noch machen müssen, wir müssen noch diese Erdung wieder anschließen von der Elektronik. Dazu nehmen wir wieder diesen Kabelschuh, legen den wieder drüber, über diese Achse die Mutter drauf, mit der Spitzzange wieder festziehen, handfest, dass das Ding auch wirklich Kontakt hat mit der Erdung. Und nächsten Step natürlich wieder alle Stecker hier drauf, den Stecker vom Motor, den Stecker hinten von unserer Sensorplatte und den Stecker von unserem Liftmagneten. Und die restlichen zwei Stecker können wir erst draufbauen, wenn wir das Chassis wieder draufklappen hier. Beziehungsweise als allererstes müssen wir natürlich wieder die beiden Deckel von der Abdeckung vom Tonabnehmer bzw. von der Sensorplatte wieder drauf montieren. Die mache ich jetzt noch schnell sauber und dann montieren wir die drauf. Und das ist nämlich auch nur ein kleiner Trick dabei, den zeige ich euch natürlich auch. Und dann können wir schon das Chassis hier drauf montieren und den Plattenspieler grundreinigen und den ersten Testlauf natürlich machen. Die Abdeckung ist jetzt auch sauber, schön grundgereinigt und die werden wir jetzt wieder hier hinten drauf bauen, wo der Liftmagnet eben versteckt ist, wo die Sensorplatte versteckt ist und wo auch das Anti-Skating versteckt ist. Und gleich einmal zum Anti-Skating. Diesen Hebel vom Anti-Skating stellen wir erstmal ganz nach links, dass uns da nichts im Weg ist. Und dann müssen wir relativ zügig arbeiten, weil wir müssen jetzt unseren Liftarm bzw. dieses Liftstäbchen jetzt nach oben drücken. Aufpassen, dass uns dieser Gummi da oben nicht verloren geht. Das nach oben drücken und das will natürlich jetzt wieder nach unten weg, weil da drin die Feder verbaut ist. Das drücken wir jetzt ganz nach oben und dann schieben wir das erstmal so drüber, über diese Grundplatte. Und erst jetzt dürfen wir unseren kleinen Stachsen hier, also diesen kleine Achse von unserem Lifter wieder nach unten drücken, damit wir unter den Tonarm kommen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil jetzt haben wir hier in der Seite sind so kleine Stäbchen dran, die unten in die Grundplatte einrasten müssen. Und das ist immer ein riesen Gefrickel, dass man das da reinbekommt. Aber ich bin schon drin. Bist du ja schon drin, oder was? So, und sobald das einigermaßen hält, können wir hier vorne schon mal die erste Imbusschraube wieder reinschrauben. Und das gleiche machen wir dann natürlich auch von der Rückseite. Da wird das Teil hier unten eingeführt und sollte dann auch einrasten. Ja, und sobald das da eingerostet ist, kann man natürlich auch wieder die erste Schraube reinmachen und hier die zweite Schraube.
Und dann habe ich euch ja im letzten Video gesagt, ihr müsst auf ein Teil unbedingt aufpassen, und zwar ist es genau dieses kleine Metallteil, dieser Alustift, und den können wir jetzt schon mal hier einsetzen, dass der mal nicht verloren geht. Das ist eben die Ansteuerung für unseren Tonarmlift bzw. für den Lifthebel, damit wir natürlich das auch schön betätigen können, wie wir es von Plattenspielern gewohnt sind, dass wir eben mit dem Lift den Tonarm nach oben fahren können. Aber das wird später erst eingebaut, wenn der Deckel drauf ist, weil jetzt müssen wir natürlich die Zarge wieder hier drauf montieren auf diesem Plattenspieler. Und damit wir die Zarge hier wieder drauf bekommen, müssen wir natürlich wieder alles anstöpseln und vor allem auch hier hinten unseren Stecker mit den Anschlüssen von unseren Cinch-Kabeln, die nach außen gehen, und der Erdung, die nach außen geht. Wir stecken jetzt den Stecker hier wieder an unsere Platine von der Grundplatte vom Tonsystem. Einfach rein damit, bis es einrostet. Und dann können wir unsere Zarge ja schon wieder in umgekehrter Reihenfolge hier draufsetzen. Einfach hier hinten den Fuß wieder in das Loch rein. Das heißt einfach, das ist überhaupt gar nicht so einfach mit dem Dreher hier. Das ist jetzt mal ein riesen Gefrickel. So, und dann muss der Tonarm da ganz vorsichtig wieder durchgeführt werden und ja nichts verbiegen, nichts abbrechen. Jetzt bin ich aus dem Fuß wieder rausgerutscht. So, jetzt kann man da drüber. Hui, jetzt mal wieder ein spannender Moment, dieses Teil hier wieder draufzusetzen. Boah, geschafft, Gott sei Dank. Ja, und jetzt können wir das Kabel von unserer Netzplatine hier wieder unter dieser Sicherung hier durchführen, einstecken, und das Kabel von unserem Wellhebel vorne oder von dem Wellschalter vorne auch wieder hier anstöpseln. Übrigens, den Wellhebel für die drei Geschwindigkeiten, den sollte man auch revidieren, weil der nämlich auch oftmals ein Fehlergrund sein kann. Das heißt, einfach hier den Deckel ab. Und darunter verbirgt sich dann ein kleiner Umschalter mit normalen elektrischen Kontakten. Hier die Schraube lösen, den nach unten rausziehen. Natürlich bei gelöster Zarge, ist klar. Und dann kann man mit Kontaktspray da reinsprühen, ein paar Mal hin und her drehen, 10 Minuten, Viertelstunde warten, dass das Kontaktspray abgetrocknet ist. Und dann kann man den wieder in umgekehrter Reihenfolge wieder draufbauen und hier wieder den Deckel drauf, und gut ist. So, und jetzt können wir auch wieder unseren frisch gereinigten Tonarmhalter inklusive dem Tonarmhebel, also den Lifthebel, quasi wieder drauf basteln auf unseren guten Plattenspieler. Da ist unten so ein kleiner Hebel, und der muss nach oben geklappt sein. Das heißt, wir halten den mit dem Finger fest und führen das ganze Teil dann eben nach hinten durch, bis es irgendwann einrostet an einer bestimmten Stelle. Und jetzt haben wir hier wieder unser Löchelchen. Und in dieses Loch kommt jetzt wieder unsere Schraube rein. Somit ist unser Tonarmhalter jetzt auch wieder befestigt. Und eben auch unser kleiner Lifthebel, der uns auch wieder erlaubt, den Tonarm dann manuell abzusenken oder auch manuell hochzuheben. Als nächstes würde ich sagen, ich baue jetzt wieder die Füße unten drauf. Und dann haben wir wieder unser altbekanntes System aus dem letzten Video. Wir nehmen den Plattenspieler hoch. Und jetzt können wir in umgekehrter Reihenfolge natürlich wieder unsere Füße drauf bauen. Das heißt, zuerst diese Gummis, danach diese Federn, wieder danach unsere Rändelschrauben, die wir dann reindrehen oder draufdrehen auf diese Gewinde, wenn möglich natürlich gerade, weil das ist ja alles aus Kunststoff, und wenn man das schief draufdreht, dann hat man natürlich ein Problem, weil dann macht man sich das Gewinde kaputt und dann kann man das Ganze schon wieder vergessen. Füße sind drauf, der Dual Golden One steht jetzt wieder auf eigenen Beinen und das Subchassis ist schön gefedert, also schön entkoppelt. Und das Einzige, was ihm jetzt noch fehlt,
Eben ist unser Tonsystem und der Plattenteller natürlich. Aber ich denke mal, jetzt werden wir uns das Tonsystem vornehmen, also das alte OM Pro Tonsystem jetzt runter von dem Headshell und natürlich jetzt dann drauf unser Ortofon 2M Black, das wir dann natürlich auch wieder einmessen und einwiegen werden, aber das habe ich euch schon oft genug gezeigt auf meinem Kanal, könnt ihr euch da nochmal anschauen, wie das funktioniert, wie man so ein Tonsystem genau justiert. Ich mache das jetzt kurz, ich baue jetzt das 2M Black da drauf und dann schauen wir mal, wie es dann noch ausschaut. Ich glaube nämlich, dass das dann sehr edel ausschaut mit diesem schwarzen System auf diesem Plattenspieler. Das Ortofon 2M Black ist jetzt drauf auf diesem tollen Plattenspieler. Ja, und wenn man das so anschaut, muss ich sagen, das schaut schon sehr, sehr edel aus, das Ganze. Ich habe natürlich auch schon hinten das Gegengewicht jetzt schon drauf montiert, einfach draufgeschraubt. Ich habe die Nadel jetzt mal eingewogen, hat jetzt das perfekte Gewicht, wie ihr gerade seht in der Nahaufnahme. Wir haben die 1,5 Gramm, die vorgegeben sind von Ortofon. Und jetzt kommt noch dran, wo ist er denn? Da ist er. Der Riemen, der neue Riemen kommt jetzt drauf auf unseren Plattenteller, den ich jetzt noch nicht grundgereinigt habe, weil ich muss den ja jetzt nochmal anfassen. Und da werden wir jetzt den neuen Riemen mal draufziehen. Ja, es geht ja relativ easy bei diesen Plattenspielern. Man zieht den Riemen erstmal hier über den unteren Rand drüber. Dann dreht man den um. Und ich nehme da immer die Finger, weil ich da mehr Gefühl habe. Dann setzen wir den Teller auf die Mittelachse und ziehen den Riemen über den Motor drüber, drehen dann das Ganze ein bisschen, schauen, dass der Riemen nicht verdreht ist. Auf alle Fälle kommt jetzt hier die gute Gummimatte wieder drauf, die kriegt auch noch eine kleine Reinigung und dann muss er natürlich noch ausgerichtet werden und das kann man mit den Füßen von diesem Plattenspieler wunderbar machen, indem man die nach oben dreht, diese kleine Rändelmuttern und dann wandert der ganze Teller hier schön nach oben und dann nehmen wir uns eine, die jetzt wieder irgendwo hab, da ist, dann habe ich hier eine kleine Wasserwaage und mit der kann man jetzt schon mal den Teller hier, zumindest jetzt hier auf meiner Werkbank schon mal ausrichten, das heißt, die muss hinten noch ein bisschen hoch, so, jetzt haben wir da schon in der Waage, jetzt machen wir das Ganze hier vorne noch. Da ist auch in der Waage. Ja, und jetzt wird einfach noch das neue Ortofon-System mit der Ortofon-Schablone hier eingemessen, eingestellt. Und eingewogen habe ich es ja schon. Und natürlich auch mit der Azimut-Schablone wieder genau eingemessen, ob es auch schön parallel zum Plattenteller läuft, zu der Schallplatte. Weil, das ist ja immer das Problem bei diesen aufschraubbaren Headshells, dass man die natürlich leicht schief raufbauen kann und dann hat man natürlich eine Veränderung vom Sound und vom Klang. Wenn wir das haben, oder wenn ich das habe, dann nehme ich euch natürlich mit in einen Soundcheck von diesem tollen Plattenspieler. Ja, und da ist er jetzt in voller Pracht. Schon wieder. Ja, das ist der Nachteil an einer Klavierlackoptik. Er ist extrem staubempfindlich, also immer ein Mikrofasertuch zur Hand haben, wenn man diesen Plattenspieler mal einschalten möchte. Ja, weil das einfach ein Staubmagnet hoch 25 ist. Aber jetzt ist er fertig. Er steht da in voller Pracht. So, fast so, wie er damals ausgeliefert wurde, in einer unglaublich schönen Optik. Und auch mit dieser tollen Plattenklemme noch dabei. Wo ich noch dazu sagen muss, diese Plattenklemme habe ich letztes Mal falsch erklärt. Ich habe die einfach drauf gepresst jetzt auf den Mitteldorn. Die kann man noch fixieren. Also man dreht die quasi fest und dann ist die auch wirklich fest mit der Schallplatte und dem Plattenteller verbunden. Und dann dreht man es wieder locker und kann die ganz locker runterziehen vom Plattenspieler oder von der Schallplatte. Apropos Schallplatte, ich habe meine Testschallplatte wieder hier und mit der machen wir jetzt natürlich
noch einen Soundcheck, die Amiga Pressung von der Pink Floyd Dark Side of the Moon, schalten uns mein Vivanco Mischpult ein, weil meine Frage war in die Kommentare, was das denn für ein Mischpult ist, das ich hier habe. Das ist ein uraltes Vivanco Mischpult vom Konrad Katalog. Tut seinen Dienst sehr gut, hat einen eingebauten Phono-Vorverstärker, MM natürlich. Mit dem kann ich natürlich auch meine Plattenspieler schön austesten, beziehungsweise auch auspegeln, ob linker und rechter Kanal schön funktionieren, weil hier sind nämlich zwei VU-Meter drin und das ist natürlich prädestiniert. So, jetzt machen wir natürlich gleich die richtige Optik, wie es für ein Golden One gehört, die Plattenklemme drauf und natürlich auch den Mitlaufbesen. Schauen, ob der Mitlaufbesen jetzt auch wirklich mitläuft. Aber ich glaube, das schaut ganz gut aus. Wir haben das Klack gehört. Gehen rüber auf die Einlaufrille, senken ab und dann schauen wir mal. Schöne Stereotrennung auf jeden Fall, das hört man am Anfang von dem Lied natürlich sehr gut, My Money. Mein lieber Herr Gesangsverein, das nenne ich mal geilen Sound. Ja, ich würde sagen, wir machen den Deckel noch drauf, bevor der Akku von meiner Kamera wieder leer wird. Deckel drauf, zumachen. Und jetzt hat der Kunde einen Dual Golden One, wie sich's gehört, in einer schönen Optik, in einer wunderbaren Klavierlack-Optik, mit allem Zubehör, allem Drum und Dran, sogar mit Mitlaufbesen. Ach, ein schönes Gerät. Mir gefällt er. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Und wir sehen uns sowieso ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und ich genieße jetzt noch ein bisschen den Sound von diesem tollen Plattenspieler. Bis bald. Servus, pfiat euch.